Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Wie heute schon angekündigt im Livestream, werde ich mich heute um das Doppeltgeld und RP und Rabatte kümmern. Also halt alles, wo es Doppeltgeld und Rabatte drum gibt. Und zwar, es gibt Doppeltgeld in dem Modus King of the Hill, der ja hier drin ist. Bei den Deathmatches, King of the Hill. Auf diesen gibt es Doppelgeld und Double RP. Ihr könnt, wie gesagt, hier euer Geld machen. Dann gibt es weiterhin Doppelgeld auf alle von Rockstar erstellten Landrennen, steht hier. Also von Rockstar erstellte Landrennen. Jedoch ist das auch von Rockstar. Es ist aber ein Seerennen. Also ich gehe mal hier auf L3. Wir gehen hier auf alle Rennen, Landrennen, so, und scrollen hier mal durch. Wie ihr sehen könnt, alle Landrennen, Doppelgeld und Double RP. Das ist das eine. Die weiteren Rabatte betreffen den Diamant Casino, heißt, jetzt registrieren wir uns als CEO. Und wie ihr hier sehen könnt, kostet er nur noch 12.500 und das gleiche seht ihr gleich, wir sehen uns dann gleich wieder. Habt ihr euch dann für hier eine Variante entschieden, könnt ihr dann geht ihr dann automatisch an die zweite Tafel und hier ist jeder Schütze, jeder Fahrer und jeder Hacker um 50% reduziert. Das bedeutet, verlangt normalerweise das Doppelte, sprich zum Beispiel der Avi Schwarzmann, den ihr erhaltet, den ihr alle 50 Störsender bekommen habt und eingesammelt habt, hat 10% stehen, hat aber jetzt nur 5. Dann haben wir hier die Page Harris, bekommt normalerweise 9, jetzt bekommt sie nur noch 4. Ergo, ihr bekommt hier allein schon mal etwas mehr Geld. Und dann und ihr bekommt allgemein, im Allgemeinen, 25% mehr GTA-Dollar. Darüber hinaus werden alle Mitglieder Unterstützungsgroup 50% weniger Anteil. Also wie ich es ja eben schon gesagt habe, bekommen die 50% weniger Anteil. Was am Ende das jetzt auf dem Finale macht, das sehen wir gleich. So, nach stundenlanger Arbeit habe ich jetzt hier 4 Missionen gekauft. Den Rest habe ich erspielt. Und das Ganze ist jetzt hier Bargeld. Das ist etwas, was am wenigsten Geld bringt. Aber bei meiner Variante fast 3 Millionen mögliche Dollar bringt. Und wenn man das jetzt mit Gold oder mit Bargeld macht, dann kommst du über 3 Millionen Dollar. Da kannst du über 3 Millionen Dollar kommen und das ist richtig heftig. Das ist richtig heftig. Das knallt richtig rein. So, jetzt noch zu den Fahrzeugrabatten und dann sind wir dann auch mit dem Video fertig. Also, wir haben immer Rabatt. Denn Lambadati Komoda. Also, falls ihr den Rabatt nicht habt, schaltet ihn euch frei. Das Fahrzeug ist nice. Es fährt sich gut. Jedoch würde ich jetzt halt nicht sagen, dass es für ein Rennen geeignet ist. In dem Sinne ist es aus meiner Sicht zu langsam. Aber Fahrverhalten ist ganz gut. Für einen Sportwagen ist er gut. Der Novak, ja, könnt ihr kaufen, wenn ihr möchtet. Das ist eure Entscheidung. Ich finde ihn nicht schlecht. Ich habe ihn auch gekauft. Er kann mit dem schnellsten seiner Klasse mithalten. So schlecht ist er nicht. Der Benefaktor Schlagen GT ist jetzt nicht das Beste. Aber für alle Mercedes-Fans ist das ein Wagen, wo man sagen muss, das muss man einfach besitzen. Der XA21 von Ocelot ist ein Wagen, ja, soll man sagen, er fährt gut. Hat seine Tücken, aber ist einer der schnellsten Wagen, leider Gottes immer noch, und lohnt sich dementsprechend auch zu kaufen. Genauso kommen wir zum Grotti Turismo Classic. Das ist ebenfalls einer der schnellsten Wagen seiner Klasse und für nicht mal eine halbe Million Dollar ist das ein Wagen, den man sich kaufen sollte.
wenn man ihn noch nicht besitzt. Sollte man aber Ferrari oder Fan sein, ist dieser Wagen ein Muss. Gerade für diesen Preis. So, dann haben wir den Pegassi Osiris, bekannt aus der PlayStation 3 aus dem Ill-Gotten Gains Update Teil 1. Seither einer der besten Schwagen, was Wallrides und Spiralen angeht. Meiner Meinung nach ist dieser dafür mehr als zu empfehlen. So, ich gehe mal zur nächsten Webseite über, außer wir haben hier noch einen Rabatt. Nein, wir gehen zur nächsten Webseite über. Ja, wie ihr schon gesehen habt im Stream, haben wir das neue Auto hier. Das habe ich im Stream halt gemacht. Dann haben wir den Maxwell Wackrand. Dieses Fahrzeug ist im Rabatt, jedoch das Einzige, was ich an diesem Fahrzeug halt gut finde, ist, dass es ein Dollarzeichen hat, Design haben kann. Jedoch kann man dann einige Teile nicht ändern, also jetzt nicht so der Bringer. Wer es dann aber doch haben möchte, kann sich freischalten durch den Casino Heist für 1.245.000 diese Woche, ansonsten 1,6. Wer aber meint, er ist zu faul, die Mission zu spielen, der muss dann in die Tasche greifen für 1,6 bis spät in der nächsten Woche für 2,2 Millionen. So, dann haben wir noch den Wapit Retinue MK2. Mit dem, ja, den bin ich jetzt noch nicht großartig gefahren, kann noch nicht viel dazu sagen. Er ist zum Rumgrusen, denke ich mal, gut geeignet, vielleicht für Missionen, so Kontaktmissionen, einfaches Rumfahren von A nach B, ein bisschen Spaß haben, Tuning-Treffs, bla bla bla, sowas ist der bestimmt zu haben. Jedoch ist er für 1,2 Millionen ganz schön teuer, also für 1,6, diese Woche 1,2. Oh, also relativ teuer das Fahrzeug. Dann haben wir den Gauntlet Hellfire. Dieses Fahrzeug lohnt sich definitiv zu kaufen. Es ist ein ziemlich schnelles Fahrzeug seiner Klasse. Was die Topspeed angeht, lohnt sich dieses Fahrzeug allemal. Könnt ihr dies aber perfekt fahren, seid ihr der King in der Klasse und seid kaum zu schlagen. Haben wir noch was im Angebot? Schauen wir mal schnell durch. Schauen wir mal. Nein, hier haben wir, glaube ich, sonst nichts mehr. Nein. So, haben wir im Area War was? Nein. Warstock. In Warstock haben wir den Backstars Burrito aus dem Diamant Casino Heist DLC. Dieser Lastwagen oder Transporter, nennen wir es jetzt mal, lohnt sich aus meiner Sicht nicht. Ihr könnt ihn zwar in die Garage stellen und tunen, aber das Einzige, was ihr an ihm tunen könnt, ist eine leichte Lackierung, sprich eine Art Perleffekt. Vielleicht noch eine Farbe, wenn ihr Glück habt. Ich bin mir ganz hundertprozentig sicher. Was sich aber auf keinen Fall lohnt, ist der Boxwell. Der lohnt sich auf gar keinen Fall. Das Fahrzeug taugt einfach zu nichts. Das ist ein fucking Pegasus-Fahrzeug, ihr könnt es bestellen und voilà, ihr könnt damit rumfahren und das war's. Ihr seid eine schöne Zielscheibe für alles andere in der Lobby. Hunter, Bassard, Akula, Savage, Hydra, seid für alles ein Ziel, Nubike inklusive. Also, naja, ich glaube, das wollt ihr, denke ich mal, nämlich nicht. Also fahrt diese Fahrzeuge, wenn dann nur in einer privaten Sitzung. In dem Sinne wünsche ich euch was. Ich schaue nochmal kurz bei Immobilien nach, bevor wir uns denn dann komplett verabschieden. Und zwar haben wir hier irgendwas im Angebot. Tanker vielleicht? Nein. Basis? Nein. Bunker? Nein. Okay, in dem Sinne bin ich dann raus. Euer Zockerbeast 91. Haut rein! Till my shadow turns to sun rays and I...